So, ich schaue gerade, weil in dieser Ecke, doch in der Ecke waren wir schon. Aber das Ding hatte ich noch nicht gesehen vorher. Was haben wir denn hier gemacht? Da ist. Ah, Moment, da ist noch eine Eule. Da kann ich aber nicht drüber klettern. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen weiter herumgelaufen. Ich habe hier gerade so ein komisches Zeichen irgendwie im Stein gefunden. Und wie ihr sehen könnt, habe ich zwar noch keinen Weg rüber gefunden. Oder komme ich? Doch, ich komme hier runter. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch ein Blatt und eine Eule gefunden. Wenn ich denn da hinkomme. So. Hilfe? Hallo? Teddy? Geh mal lieber raus hier, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir sechs von diesen wundervollen Eulen. Ich meine immer noch, dass die irgendwas damit zu tun. Oh, Teddy. Oh, da hinten ist was, Teddy. Ich verstecke mich mal ganz schnell im Schrank. Teddy? Wenn ich da nicht hingucke, dann kann es mich nicht angreifen, oder? Kann ich mich hier irgendwie schützen? Ich habe ja doch noch eine Kettensäge, würde ich gerade sagen. Eine Säge. Ist das jetzt mein Herzschlag? Kommt da irgendwas auf mich zu? Ich weiß es nicht. Das, was da hinten rumgelaufen ist, scheint aber nicht mehr hier zu sein. Ich hoffe es zumindest. Nein, 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 die Tür bleibt offen, sonst komme ich da nicht mehr rein im Notfall. Ich sehe es auf jeden Fall nicht mehr. Mich da nicht ran. Ich finde immer noch, dass die Eulen irgendwas hiermit zu tun haben. Jetzt haben wir sechs Stück, glaube ich, ne? Können wir die immer noch nicht da rein tun? Ah, doch, jetzt funktioniert's, hä? Und jetzt? Oder halten jetzt mein Gewicht aus? Cool. Okay. Bin ich da irgendwo ran? Ich glaube nicht, oder? Ich will jetzt hier nicht nochmal runterfallen. Das? Hier oben sind noch mal Eulen. Das soll wahrscheinlich eine Eule sein auf dem Bild. Und ein Schaufelchen ist hier auch wieder.
Oh, die sieht irgendwie so traummagisch aus, diese Treppe. Ich hoffe, die stürzt jetzt nicht ein oder so. Teddy? Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Hat die mich jetzt erschreckt? Hallo? Oh. Okay. Das ist irgendein buntes Bild. Und jetzt kommt eine bunte Treppe. Es sieht aus wie ein Xylophon. Es hört sich auch an wie ein Xylophon. Oh, finally. We must be getting closer. Hallo? Hui! We made it back. Ja, aber da wollten wir doch nicht hin. Have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Genau, ich muss einen Weg finden, das Spiel zu speichern. Teddy, bist du noch da? Ich bin ja schon 2 Jahre alt, ne? Ich bin ja mutig. Ich gehe jetzt mal hier rein. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Muss ich die nächste jetzt da reintun? Die Spieluhr? Aber Teddy, ich habe Angst vor dem, was passiert, wenn ich hier im Rad drehe. Ich kann gar nicht drehen, hä? Jetzt kann ich drehen. Hä? Aber nur bis hier. Und jetzt? War das eben eigentlich auch schon so angemalt hier? Nee, oder? Oh, ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was ich gemacht habe. Teddy? Lass uns zusammen gucken. Come on, we have no time to lose. Geh vor, Teddy. Ich komme dann nach. Na gut, dann lass mich vorgehen. Komm nicht da durch, Teddy, wenn du im Weg stehst. So, wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht so eigenartig aus irgendwie. Laufe ich gerade? Ja, ich laufe gerade, okay. Ja, bleibt ja hier nicht viel zu machen, oder? Kann ich hier irgendwas holen? Nee, ne? Krabbeln wollte ich eigentlich, genau. I think we should keep quiet. Ja, und warum zur Hölle
Sind hier Bäume mitten in dem Haus? Sieht so ein bisschen Resident Evil-mäßig aus. Irgendwie wie so ein Herrenhaus. Übrigens, wenn ihr das Knallen hören solltet, wir haben jetzt heute Silvester und ja, erst 5 Uhr nachmittags, aber die Leute denken sich, dass man nicht um Mitternacht knallen sollte, sondern schon mal ein paar Stunden vorher. Okay. Oben blinkt was. Was ist das? Was bist du? Where does this one go? Over here? Habe ich jetzt was aufgesammelt? Ach, ich habe ein Puzzlestück aufgesammelt. Okay. Was ist das hier für ein Kissen? Kann ich darüber klettern? Moment, kann ich hier was machen? Ah, so. Okay. Kriege ich das nicht da rein? Doch, jetzt. Oh. Ach, die Puzzlestücke, die machen mir den Weg frei. Okay. Okay, also da ist irgendeine Frau mit einem Mädchen. Treffen wir das Mädchen denn auch noch? Ich meine, wir sind ja ein kleiner, schnieker Junge. Ist das die Brücke? Oh, oh. Und nun? Was mache ich jetzt hier? Außer nach Plätzen suchen, wo ich mich verstecken kann. Ich denke mal, wenn ich ins Wasser reingehe, dann bin ich wohl tot, ne? Ich bin ja ein kleiner Junge. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Hier kann ich durch. Was war das? Teddy? Ist da irgendwas? Man, wenn wir nicht rausgehen, dann werden wir es nicht erfahren, ne? Aber... eine Schublade mit einem Baum. Okay. Hier können wir anscheinend raus. Also von oben. Aber die Musik gefällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Als ob jetzt wieder diese komischen Zuckungen da kommen. Was ist das denn? Ach, das ist zum Rausziehen. Ah, okay. Komme ich denn da? Ach, da hinten ist noch eins. Okay. Das kann man... Ah, okay. Das kann man aufmachen. Ich denke mal, es gibt auch keinen anderen Weg darüber. Ist das ein bisschen tief? Plumps. Und nun? Das sind so komische Blubberblasen. Ich denke, ich hoffe, dass die jetzt gerade die Geräusche gemacht haben. Warum ist hier was zum Verstecken? Das finde ich nicht gut. Komme ich hier nicht rum? Doch. Hä? Hallo? Kann hier nicht weiter. Wieso nicht?
Jetzt komme ich aber nicht zurück. Nee, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hallo? Kann ich hier hochklettern? Wow. Da kann ich nicht hochklettern. Da muss ich hin, oder? Nehme ich mal an. Aber wie? Ich kann da hochklettern. Wo komme ich denn da aus? Boah, das nenne ich jetzt mal wirklich Grafikfehler gerade. Ah, ich kann hier rein. Okay. Da war aber gerade irgendwas. Das war so ein... Ups, das war so ein Zeichen. Okay. Du sollst aber weiter krabbeln. Ist hier eigentlich noch irgendwo... Nee, es sind nur irgendwelche Dokumente. Ich geh mal... Ja, komm. Denke ich. Okay. Da ist so eine komische Zeichnung. Ich muss hier durch, oder? Komme ich runter? Aber komme ich darüber? Ich kann ja nicht springen. Oh. Ich befürchte, wir sind gerade gestorben. Ich habe eigentlich gedacht, da kommen wir rum. Ja, gut, wir sind jetzt gerade mal 2 Jahre alt geworden. Wir können noch nicht schwimmen, das ist irgendwie klar. Ja, wir gehen noch mal rein. Aber wir müssen ja da drin auch irgendwas machen können. Ich meine, das ist ja jetzt nicht umsonst, dass der Weg dahin geleitet wird. Oben? Ja, da oben komme ich nicht hin, oder? Ja, es ist auch zu weit weg. Da ist aber... Da ist eine Kiste. Kann ich die verschieben? Die kann ich verschieben? Hilfe. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Scheiße. Och, Mann. Ich bin so doof. Ich wollte jetzt eigentlich die Kiste woanders hin verschieben. Aber gut, so geht es natürlich auch. Feuer spielen wir nicht. Wir sind ja erst 2. Da. Man sieht irgendwie nur so eingeschränkt was. Muss ich das jetzt... Ich glaube, das muss ich jetzt auch wieder verschieben, oder? Okay. Ist nur eine Flasche drin. Vielleicht hätte ich es ja irgendwie umwerfen sollen oder so. Kann man da so hochklettern? Okay. Ja gut, so gelenkig war ich als Kind jetzt nicht, aber okay. Was ist denn das hier eigentlich? Stein-Dinger? Aufklappen, okay. Ah, ein Puzzlestück. Ein Puzzlestück. Perfekt. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt zurück? Und kommt jetzt wieder dieses komische Schattenwesen, was wir zuletzt hatten? Weil ich will auch gar nicht draußen bleiben und mir angucken, was das ist, weil, ne? Kommen wir denn zurück? Oder muss ich den ganzen Weg jetzt wieder zurückgehen? Das vermute ich fast. Hier ist noch ein Bild. Ich schätze, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Hat mich die Raupe jetzt gerade erschreckt. Leute, echt. Die habe ich zwar beim Reingehen schon gesehen.
Aber sie erschreckt einen dann ja trotzdem nochmal. Ach so. Das ist ja doof. Das ist ja, ich hoffe, ich fahre jetzt hier nicht runter. So. Ich hoffe, ich muss jetzt überhaupt wieder zurück. Ich weiß es ja nicht. Es ist irgendwie lästig mit dem Laufen, finde ich. Das Krabbeln geht viel schneller. Hallo. Gehst du da mal rüber? So, da. Können wir auch noch nichts machen oder so, ne? Das hier ausgegangen ist. Moment. Da kann ich anscheinend auch nichts drücken. Eieiei. Ja, komm. Los. So. Nein, du sollst in die Hocke. Das ist nur die Frage. Sind wir jetzt alleine? Ich traue mich schon gar nicht runter. Bin ich denn jetzt hier rübergekommen über irgendeine Brücke, ne? Das war aber nicht hier, oder? Ach, ich bin durch ein Loch gekrabbelt. Ja, klar. Stimmt. Nein, wir kommen da nicht mehr hoch. Leckt mich doch an den Füßen. Ehrlich jetzt? Oder stehe ich nicht? Doch, ich stehe. Mist. Das heißt, wir müssen doch einen anderen Weg nehmen. Eieiei. Okay. Das ist irgendwie nicht gut. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Den Weg kann ich auch... Ah, nee, das ist da, wo ich dann im Endeffekt durchgehe. Okay. Ja, jetzt habe ich gedacht, bin ich mal clever, ne? Gehe ich jetzt mal wieder den Weg zurück? Bin ich direkt beim Puzzlestück? Ja, das war wohl nichts. Jetzt muss ich den ganzen Weg erstmal wieder rüberfinden. War das jetzt hier, wo das runter... Nee, das war da, okay. Es ist ja schon irgendwie eine miese Perspektive, wenn man sieht ja nichts bis zu dem Moment, wo was passiert vor einem. Dass man ins Wasser rutscht oder was weiß ich was. Moment, hängt da was? Ach nee, das ist nur hier. Okay. Ich dachte schon, ich habe was auf dem Hinweg übersehen. Ja. Gucken wir mal, dass wir da mal ganz vorsichtig daneben hüpfen. Hallo? Schieb dich. Los. Schieb dich daran. Geht doch. Bin ich so komisch am Schnaufen? Hier war wohl schon seit Jahren keiner. Ich sehe übrigens gerade was. Da ist noch so ein Bild, ne? Ich würde mir die Bilder ja gerne mal alle angucken, aber irgendwie sind die so schnell wieder weg. Jetzt sind wir wieder in dem Bereich, der sich so gruselig anhört. Das mag ich nicht. Aber wie soll ich denn... Da oben kann man klettern. Ich habe hier nichts irgendwie zum... Pfui! Ich muss mal eben... mich mal eben hinstellen hier. Das ist ja... Teddy, fällt dir da was ein? Ach, die sind zum Ra... Och, nee, ist nicht euer Ernst, oder? Ich dachte, das sind Bilder. Ich glaube, an so ein Ding habe ich eben auch schon mal gezogen. Kann das sein? Oh, Junge, Junge. Okay. Ich dachte, kann ich das Bild nehmen im nächsten Moment? Hallo? Geh da rüber. Ich weiß, das ist ein ganz gewaltiger Sprung. Ach, da kann ich rutschen. Auf in die Rutsche. Hui.
Bin mir aber nicht sicher, ob ich hier sicher bin. Das ist Wasser, oder? Was ich höre. Da hinten kann ich wieder klettern. Ich höre was. Das ist irgendwie... Ach, das ist der Eingang, wo ich eben reingekommen bin, oder? Ich will schnell hier verschwinden. Einmal wieder zurück, bitte. Moment. Nee. Hä? Nee, da hinten bin ich hochgeklettert. Ich muss doch wieder zurück dann in diesen Hauptgang, oder nicht? Da muss ich darum. Okay. Muss ich scheinbar doch wieder zurück. Wo war denn... Da ist die Brücke... Das muss doch in. Was sind das für Geräusche? Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass man sich hierbei verstecken kann, oder nicht? Das waren wieder diese Blubberblasen, oder? Hallo? Wieso komme ich hier nicht weiter? So, schnell hoch, schnell rein. Ich weiß ja nicht, was da noch lauert. Das erinnert mich immer an diese Lisa von Resident Evil. Zwischte Geräusche hier auch. Das ist ja richtig ekelhaft jetzt. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal das zweite Puzzlestück. Nee, ehrlich gesagt will ich hier auch nicht allzu lange bleiben. Okay. Es geht zum zweiten Teil rein.